Die Lohnarbeit, das war früher mal ein Gegenstand der Kritik. Kampf dem Lohnsystem hat es da auch mal geheißen bei den ganz alten Sozialisten. Und das hatte einen Grund, einen guten Grund, nämlich der Lohn, und das jedenfalls, hat sich bei aller Verwandlung des Proletariers zum Bürger überhaupt nicht verändert. Der Lohn ist die negative Größe der Wirtschaft. Den Lohn zu erwirtschaften ist nicht der Zweck der Unternehmen. Der Lohn ist Kost, der Kostenfaktor Arbeit verringert in dem Maß, in dem er kostet, den Betriebserfolg. Und der Standpunkt des Betriebserfolgs verlangt es heute wie früher, die Leute, die die Arbeit machen, möglichst gering zu entlohnen und dabei möglichst lang und ergiebig und ausgiebig auszunutzen. Dass dem so ist, ist der Grund, warum es eben früher mal ein Proletariat gegeben hat, das sich nicht ernähren konnte, das sich, jedenfalls in seiner Gesamtheit, tatsächlich nicht über Wasser halten konnte. Und es hat seinen Grund erstens in der Niedrigkeit der Löhne, was ich gerade schon angesprochen habe, zweitens in der Länge des Arbeitstags, Menschen sind in wenigen Jahren vernutzt gewesen, und es hat drittens den Grund darin, dass der Lohn nicht für den Lebensunterhalt bezahlt wird, für den der Lohnarbeiter die Arbeit verrichtet. Er braucht Lohn, um davon zu leben, aber bezahlt wird der Lohn nach einem völlig anderen Kriterium, als danach, ob der Mensch davon leben kann. Bezahlt wird er nach dem Gesichtspunkt, ob und wie viel Arbeit ein Unternehmer gerade brauchen kann und zu welchem möglichst niedrigen Preis man die Arbeit kriegen kann. Nimmt das Bedürfnis des Unternehmens nach Arbeit ab, entfällt der Lebensunterhalt. Nimmt es zu, entfällt die Freizeit. Dann wird 40 Stunden und länger gearbeitet, im anderen Fall findet Kurzarbeit statt und die Leute können gar nichts verdienen. Das Kriterium der Lohnzahlung, wie gesagt, ist rücksichtslos gegen den Zweck Lebensunterhalt, für den, der die Arbeit macht, seinen Lohn braucht. Und die Rücksichtslosigkeit, die schlägt sich darin nieder, dass die arbeitende Klasse, so wie sie im Manchester-Kapitalismus dagestanden ist und so wie sie auch heute noch rein ökonomisch gesehen dasteht, sich allen Ernstes durch ihre Arbeit nicht reproduzieren kann. Der große Unterschied ist, dass die bürgerliche Gesellschaft den Gegensatz der Arbeiterklasse zum kapitalistischen Gemeinwesen losgeworden ist. Wodurch? Die große Karriere hat die Klasse eigentlich beim Staat gemacht. Die veränderte Stellung besteht darin, dass die Arbeiterschaft nicht mehr, wie sagen wir Mitte des 19. Jahrhunderts, eine rechtlose, halb außerhalb der Gesellschaft stehende Unterschicht gewesen ist, der ein Staat der Unternehmer gegenübergestanden ist. Ein Staat der Junker, der Grundherren, der Fabrikherren. Der Staat ist inzwischen zum Staat aller Bürger geworden und hat den Arbeiterstand als einen ehrenwerten Stand, der genauso Bürger ist wie die anderen, anerkannt und gewissermaßen bei sich aufgenommen. Dies hat, man muss daran erinnern, die Staatsmacht nicht aus Menschenliebe oder demokratischen Überzeugungen oder Mitleid mit dem armen Proletariat gemacht, sondern aus Einsicht, dass dieses Gemeinwesen nicht überleben kann, dass diese Wirtschaft nicht florieren kann, dass die Gewinne nicht sprudeln können auf Dauer, wenn das Gemeinwesen den ewigen Kampf nicht los wird, und wenn es den Ruin der Arbeiterklasse nicht aufgibt oder aufhört, wenn also sich das Gemeinwesen die Rolle, die das Proletariat spielt und die es im Grunde nicht verträgt, nicht so modifiziert, dass die Sache aushaltbar wird. Der Geschichte hat sich der Staat angenommen und hat den Arbeiter zum Bürger gemacht und ihn mit Rechten versehen. Das ist die eine Seite, die andere Seite. Die Rechte haben den Arbeiter nicht ernährt. Die Rechte haben seine Lage juristisch verbessert, aber tatsächlich nicht. Und deswegen ist die Lebensunfähigkeit dieser Klasse eine zweite Abteilung von Staatsaufgabe geworden. Der Staat kümmert sich um die notwendigen, immer wieder, also in jedem individuellen Arbeiterleben eintretenden Notlagen und richtet Versicherungen ein, mit denen vorgesorgt wird für die Phasen, in denen der Arbeiter, der ja ein Besitzloser ist, nichts verdient, also sofort in der Gosse landen würde, wenn für ihn nicht für die Phasen des Nichtverdienens vorgesorgt würde.
Dieses jetzt, um es kurz zu sagen, gilt als die große Errungenschaft. Das ist der Kern dessen, was man heute Sozialstaat nennt und wo man sich Sorgen macht, dass ein Abbau stattfinden könnte des Sozialstaats. Man muss aber im Auge behalten, dass diese Großtat, die große Tat des Sozialstaats für die Reproduktion, für die Überlebensfähigkeit der Lohnarbeiter zu sorgen, in gar keiner Weise ein Geschenk an diese Klasse ist. Noch nicht mal ein Geschenk, das notgedrungen gewährt wird, weil sie sonst rebellisch wäre. Sondern geschenkt, besser geliehen, hat der Staat diesem Kollektiv eigentlich nur seine Gewalt. Mit der hat er es gezwungen, in Zwangskassen Geld einzuzahlen, aus dem Lohn, den sie kassieren, um den Lohn, der an und für sich nicht zum Lebensunterhalt taugt, durch Zwangsbewirtschaftung für die Gesamtheit dieses Kollektivs dann doch dafür tauglich zu machen. Das hat natürlich einen Effekt. Wenn vom Lohn, wie wir heute hören, um die 50% eingesammelt werden, um die Arbeitslosen, die Renten, die Kranken und die Pflegekasse zu bestücken, dann ist die zwangsweise Vorsorge, die diesem Kollektiv abverlangt wird, übrigens durch Zwang, weil man weiß, wenn man es ihnen überließe, dann würde diese Vorsorge nicht stattfinden. Dazu reicht der Lohn nämlich nicht. Die erzwungene Vorsorge jedenfalls, um einen Satz fertig zu machen, die erzwungene Vorsorge hat einen Effekt, sie verallgemeinert dann aber auch die Knappheit in dem gesamten Kollektiv. Jeder kriegt bedeutende Abzüge vom Lohn, damit die notwendig eintretenden Phasen der Erwerbslosigkeit, damit die dann aus den Staatskassen überbrückt werden. Also der große Fortschritt des 20. Jahrhunderts, die Sozialkassen, ist ein einziger Fortschritt in Sachen staatlichem Zwang oder quasi Zwangssozialisierung des Lohns zugunsten der Funktion des Lohns, nämlich das Überleben der Klasse zu gewährleisten. Kampf um Rechte heißt, die Organisation der Arbeiterschaft, einer Belegschaft, meistens der gesamten nationalen Arbeiterschaft, diese Organisation tritt an den Staat heran und verlangt von ihm, er solle der Freiheit des Unternehmers Grenzen setzen und damit Schutzbestimmungen für die Lohnabhängigen durchsetzen. Das ist passiert. Der Kampf um Rechte war erfolgreich, gar kein Zweifel. Der Staat hat Arbeiterrechte erlassen und organisiert. Und jetzt ist der Arbeiter ein in jeder Hinsicht berechtigtes Wesen. Worin bestehen diese Rechte? Na, zum Beispiel in der Begrenzung des Arbeitstags. Es gibt eine gesetzliche Schranke, 8 Stunden, 40 Stunden in der Woche. Es gibt eine gesetzliche Pflicht, dass Urlaub gewährt werden muss. Es gibt die gesetzliche Pflicht, dass der versprochene Lohn auch bezahlt werden muss. Es gibt gesetzliche Auflagen, den Arbeitsschutz betreffend. Und all das ist wirklich erreicht worden. Es ist nur so, und da wird die Sache dann schon wieder happig, da nun mal die Abhängigkeit des lohnarbeitenden Menschen von dem Unternehmer, der mit seiner Arbeit was anstellen mag und einen Gewinn damit machen kann. Wenn die Abhängigkeit nicht beseitigt wird, und die wird natürlich nicht beseitigt durch irgendwelche Rechte, die der Arbeiter in diesem Verhältnis genießen soll, dann wird es für einen Arbeiter selber fraglich, ob er sich nicht schädigt, wenn er diese Rechte in Anspruch zu nehmen versucht. Wer heute in einem Betrieb ist und sagt, ich darf Überstunden ab der 10. verweigern. Wer sagt, ich bestehe aber darauf, dass mein Urlaub zu der Zeit sein muss, wo ich ihn mal angemeldet habe. Die Frau, die darauf besteht, dass sie 7 Wochen vor der Geburt in Mutterschaftsurlaub darf. Alle die müssen die Abhängigkeit von ihrem Unternehmen fürchten, für das sie durch das Inanspruchnehmen ihrer Rechte ja unattraktiv werden. Es gibt in der Volkswirtschaftslehre und inzwischen längst in der politischen Debatte Vertreter, die mit größter Selbstverständlichkeit den ungeheuerlichsten Zynismus vertreten, der nämlich sagt, jedes Schutzrecht der Arbeiter ist bloß eine Diskriminierung dieses jeweils geschützten Teils der Arbeiterschaft auf dem Arbeitsmarkt. Wenn Frauen Mutterschaftsurlaub kriegen, dann werden sie weniger eingestellt. Und wenn sie eingestellt werden, dann kriegen sie weniger Geld gezahlt. Wenn die Alten Kündigungsschutz genießen, dann stellt sie keiner mehr ein.
Inzwischen gilt richtig der Satz, Arbeiter kann man durch Rechte gar nicht schützen, denn wer sie zu schützen versucht, schädigt sie bloß. Der Satz ist zynisch, wenn man ihn von dem Katheder eines Volkswirtschaftslehrers an der Universität hört. Aber man soll ihn lieber mal nicht nach dem bösen Willen, nach dem herzlosen Gehalt, sondern nach der Seite seiner Wahrheit hinnehmen, und da würde ich ihn unterschreiben, so furchtbar ist es.